Weiter geht's in der Nostalgie-Reihe mit Tiger, Matze, Ossi Bauhorst und meiner Wenigkeit. Hallo. Hi. Hi. Und immer noch mit Ton, wollen wir es hoffen. Ja, bis zum nächsten Windows-Update und OBS abschmieren. Aber komisch, komischerweise, dass nur du den Tonausfall hattest. Ah ne, hatte ich auch gehabt, ich hab's vorher noch eingestellt. Ne, schon gut, also passt schon, hat dann wirklich irgendwas. Hab nichts gesagt. Ja, das Lenkrad war ja auch weg, aber da hat man es ja noch gleich beim Spielstart mitgekriegt. Ja, und ich hatte ja vorher bei OBS noch was anderes eingestellt und deswegen hatte ich auch gleich gesehen, von wem das der Ton nicht ging. Also von daher. Hatten es halt bloß vergessen. Ich fahr gleich meine Ladung Weizen in der Mehlproduktion. Ich in die Saatgutproduktion. Und dann schauen wir mal weiter. Ich probiere gerade erstmal Feld 1, erstmal alleine. Ich helfe das dir gleich. Das schaffst du schon. Du bist doch schon groß. Manchmal. Manchmal muss ich auch nur groß. Ja, dann geh weg. Das ist ja auch die Bewirsung, wo Tom noch nicht Feld 1 gebügelt hat. Das Bügeleisen war noch nicht da, ja? Selbst das würde dann noch nicht wirken, weil das wirkt ja sich nur beim neuen Safe-Game aus. Ja, das Basteln muss auch noch zurecht, dann... Bauen wir mal von hinten rein auf den Abladetrigger. Mit dem langen Spann ist das vielleicht günstiger. Kommt Tom von hinten auch noch? Ist es denn wahr? Tja. Ist das ein Fickel? Was, ein Fickel? Was ist ein Fickel? Ein Schlingel. Genau. Warum erkennt denn der jetzt wieder nicht den B50-Aufbau als erstes? Ey. Oh. Er erkennt das als erstes, was ausgewählt ist. Ja, habe ich doch eigentlich schon angewählt. Das erste Quadrat ist angewählt, oder das erste. Na, das du musst das Fahrzeug auswählen, nicht das Dreieck. Das Viereck. Das Viereck. Das Abgibding von dem B50 ist ja das Fahrzeug selber. Du musst ja einmal das Fahrzeug haben und dann die zwei Vierecke dahinter. Ja, du kannst durchwählen. Immer hast du einen Trecker und zwei... Richtig, und du musst den Trecker auswählen. Den Trecker selber, den kriegst du nicht auf Weiß. Wenn du da auf den Trecker schaltest, hast du nachher... Doch, kriegst du. Da hast du nachher drei weiße Klötzer. Ja, und dann kann der W50 abkippen. Dann richtig. Dann ist die Abkippung vom W50 drin. Ja. Ich weiß ja, wie groß der Trigger ist. Und da wollte das wieder nicht. Vielleicht standst du auf der falschen Abkippseite. Das kann natürlich auch möglich sein. Ein Mysterium. Rechts Tom hin. Das Spiel ist so und so ein Mysterium, was ich auch nicht mehr verstehe. Ist doch nicht so eng alles hier. Nein, ich weiß, wie das Spiel ist. Herzlich willkommen zu den Ossi-Files. Heute klären wir die Mysterien eines W50. Ach, die Leerpaletten fehlen ja noch bei der Mehlproduktion. Ja, oh, natürlich. Ja. Okay. Das Mysterium ist gelöst, es lag an den Leerpaletten. Nee, jetzt ist das die Mehlproduktion. Also es heißt, wir müssen mal wieder ins Holz. Ins Holz? Ja, ein bisschen rumholzen. Dann holzen mal. Das könnte man in der nächsten Folge machen, Mathe. Weil, das haben wir doch hier noch nie gemacht. Wir haben doch bloß im Livestream die Bretter, das Sägewerk angeschmissen, hä? Ich glaube. Ich werde jetzt kurz den Dünger hier stehen lassen.
und die erstmal kurz unterstützen mit dem Grubber. Ich überlege gerade, ob es dann nicht vielleicht sogar Sinn macht, wenn wir uns dann den LP19er mal zumieten und ein bisschen Holz machen. Ja, das können wir ja in der nächsten Folge mal machen, weil wir ein paar Bretterpaletten brauchen. Ja. Der Grubber steht hinten am Schnellsilierer. Ja. Und wieder dreckig hinterlassen. Haben wir noch nichts zum Putzen? Doch, jetzt haben wir was. Stimmt. Was sagen? Aber wo wir sie abgestellt haben, hatten wir noch nichts zum Putzen. Da müssen wir Ostburg jetzt mal in Schutz nehmen. Wo geht das nicht? Doch. Mensch, hier an der einen Halle ist doch ein Teich gewesen. Einmal reingetunkt und rausgeholt wieder. Naja, ich tunk dich gleich da rein. Komm doch. Ups. Lass das noch einmal rum zu, ne? Ja. Dann mache ich immer schon mal die Spitzen hier. Kannst du von mir das auch schon durchstechen machen, mir ist das egal. Muss ja eh nachher das ganze Feld gekobert sein. Von daher. Chashiko. Da müssen wir noch bloß mal schauen, wo wir ein paar Bäume uns abholzen können, von Landflächen, die schon uns gehören. Na, wenn wir uns das Sägewerk kaufen, dann haben wir doch eigentlich schon ein bisschen Wald, oder? Ja, ein bisschen was kannst du da außenrum noch abholzen. So, den W50 fahre ich gleich mal in der Werkstatt, da muss nochmal der Sound nachgestellt werden. Müssen wir halt Honny nachher mal fragen, ob der uns noch ein bisschen Kredit gibt. Ein bisschen die Parteikasse ein bisschen plündern. Parteiklasse, Klasse? Ja, die Parteiklasse, ja. Der hat eh noch ein C-Tor abgebockt, was ist denn an dem C-Tor kaputt? Die Bremse! Wo ist der abgeparkt? In der Werkstatt. Ja, da ist der hat einen Marderschaden. Nee, der hat Marderschaden. Marderschaden? Marderschaden, ja. Wird mal einer gesagt, hat irgendwie Probleme mit der Bremse. Ja, wahrscheinlich hat der Marder die Bremse auch mit durchgebissen, wer weiß. Das könnte natürlich sein. Ich hab ja nur gesagt, dass das Ding einen Marderschaden hat. Ich hab ja nicht gesagt, was der Marder durchgebissen hat. Da war jemand im TS, aber hat er halt Pech. Hat er Pech? Tja, nu, wir haben ja immer wirklich was zu tun. So, der ist ja abgestellt. Erstmal einen Reparaturzettel ausfüllen. Dreifache Ausführung, das weißt du, ne? So. Ja, und dann noch Daumen drücken, dass ob die Reparatur genehmigt wird. Und Saatgutproduktion läuft an. Ja, hast auch schon Flüssigdünger angebracht? Ja. Siehst du mir das Land überhaupt schon? Laut Kontostand, also der Kontostand sagt vieles. Ja. Ja, der Kontostand sagt von wegen, dass ganz viele Dinge gekauft wurden. Auf jeden Fall hat er gerade gesagt aktiv, also ich. Ja, aktiv auch. Sagt er trotzdem, aber er produziert trotzdem erst dann, wenn. Wenn Land gehört. Guckst du, ob Land gehört? Nö. Gut, weißt du, was du zu tun hast? Ziege erlaubt. Ich mach mal. Ich glaube, ich warte mal bis wir die Kreditgenehmigung von Honey haben. Ja, das so viel Geld ist leider schon weg. Wenn du gucken tust. Das habe ich aber jetzt nicht genehmigt. Das war auch bestimmt der Tom. Natürlich war es Tom. Wer denn sonst? Kommt mir gerade entgegen.
Ja, ich habe die verkehrte Richtung eingeschlagen. Tut mir leid. Hat er jetzt irgendwann gerade Kredit aufgenommen? Ja. Geh mal. Geh Was mal. ist denn, ne? Nein, ich weiß, was er meint. So, dann schau mal. Ich habe die Halt. verkehrte Richtung genommen. Hast du dann wenigstens auch gleich das Sägewerk gekauft? Ja. Gut. Ach du Shit. Ja, gut. Vor der nächsten Aufnahme müssen wir das mit dem LP19 noch klären. Für so eine alte russische Technik zahlen wir nicht das Geld, ey. Das Ja, liegt dann miete ich das Scheißding da. doch bloß erstmal. Wir brauchen das ja eh nicht so oft. Was sagen die Mietkosten? Zwölftausendsiebenhundertfünfzig Mieten. Nee, zahlen wir auch nicht. Dann müssen wir nochmal mit Honey sprechen. Da muss er uns noch eine Vergünstigung einräumen. Da müssen wir noch mal bei ein paar Flaschen Wodka mit den russischen Freunden diskutieren. Naja. So nicht, das ist Kannst man. Unsere schönen Reserven, Tiger. Kannst kann, kann's dir mal schön sagen, ich habe mir nagelneue Boxhandschuhe geholt. Wenn sie nicht spuren, gibt's auf die Nase. Oder ich schick mal zuvor, der kämpft wie ein Mädchen, der beißt und kratzt. Wo willst du das wissen? Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Du hast so eingezwitschert, ja, das glaube ich vielleicht eher. Nee. Leider nicht. Was hättet ihr denn jetzt noch zu tun in dieser Folge? Ich weiß nicht, was haben wir den dritten Gruber noch? Oder was? Nein, den hat Honecker abholen lassen, weil angeblich da irgendwie eine Konstruktionsfehler war. Oh. Der lief andersrum. Der hättest du schieben müssen. Zum Grubbern. Das war was anderes gewesen. Frage, hatten wir hier in der Folge in den Schnellsalierer schon was reingeschmissen? Das weiß ich nicht. Wartet, ich bin auf dem Weg dahin. Kommt er mir schon wieder entgegen? Ja, da lag noch was, da musste man im Schiff wegmachen. Da lag ein Stein. Bleibst du jetzt unten? Ich mache hier oben fertig, erstmal fertig. Nee, der Schnellsalierer ist ja total leer. Ja, muss ja auch, weil ich habe ja heute zwischen Aufnahmen erstmal den Hof kaufen müssen. Der war ja auch nicht mal gekauft. Beziehungsweise an uns überschreiben lassen. Jetzt geht er. Peinlich, peinlich. Wir bewirtschaften seit ein paar Folgen in den Hof und da hat noch nicht mal uns gehört. Ja, die kam mit dem Überschreiben nicht nach. Die Gebühr war schon längst Ach. gezahlt gewesen, die Pachtgebühr, aber. Da hat wieder eine Sekretärin mit dem Stempel geschlafen. Wahrscheinlich hat die auf dem Stempel geschlafen oder so, keine Ahnung. Oder mit dem Stempel. Man weiß es nicht so genau. Oder hat auf dem Stempel gesessen. Stempelkissen nach unten. Ja. Die Tinte vom Stempelkissen war alle. Ach so! Und die Ersatzlieferung war aber da irgendwo stecken geblieben. Genau. Ich würde sagen, alle ist ein gutes Stichwort. Ja, ne? Ah. Komm! Ja, ich hänge jetzt mal ganz schnell Nee, noch du hängst gar meinen nicht mal Schalter ganz an. schnell, weil leer war das Stichwort. Leer. Ja, mein Hänger ist jetzt auch leer. So, dann schaut beim nächsten Mal rein, wie es weitergeht. Und ciao, bis zur Sonnenfolge. Ciao. Na, euer Einsatz, wo Ciao. bleibt ihr? Oh, die schlafen auch schon alle. Wir haben ja schon längst Tschüss gesagt, du Nasenbär. Genau. Tschüss. So, tschüss.